Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Avanti on Tour. Ich bin der Dirk im ziemlich warmen Hümer und im heutigen kurzen Video geht es um das Thema MBOX und fahrzeugspezifische Abmessungen eingeben. Heißes Thema seit 4 Jahren, jetzt geht's endlich und in diesem Video will ich euch zeigen, wie es funktioniert und wir klären nachher auch mal die Frage, ob das wirklich eine Lösung ist. Also, starten wir mal mit der Vorgeschichte. Der Sprinter in der jetzigen Form ist seit 2018 auf dem Markt und seit 2018 haben wir eigentlich das Problem, dass in dem MBOX-System keine Fahrzeugabmessungen und Gewichte eingegeben werden können. Man hat vor der Auslieferung eigentlich gar keine Wahlmöglichkeit. Es wird in 2 Varianten ausgeliefert. Einmal als PKW-System und hier in unserem Fall als LKW-System. Auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf bin ich auch am Mercedes-Stand vorbei und da ist mir dann diese Werbung hier ins Auge gesprungen. Ja, also da geht es um Navigieren mit Anhänger und überschweren Fahrzeugen. Die ersten Hinweise auf dieses neue System hatte ich schon im Vorfeld der Messe von einigen Abonnenten, allerdings Abonnenten aus Holland. Hier in Deutschland habe ich da noch nichts von gehört. Und die Niederländer hatten in der Mercedes Me App, will das mal gerade zeigen, an der App, blende euch das jetzt hier mal ein. So, wenn man jetzt hier mal in die Mercedes Me App reingeht, dann habt ihr rechts unten ja das Symbol der Navigation. Na, klicken wir mal an. Und dann gibt es rechts oben dieses Zahnrad. Und wenn man das anklickt, waren bei den Holländern hier war schon ein zusätzlicher Menüpunkt mit der Eingabe von fahrzeugspezifischen Daten. Das ist hier bei uns noch nicht drin. Ja, und ab hier wird es dann etwas unübersichtlich. Ich habe dann am Messestand mal nachgefragt, wie das Ganze funktioniert. Und man hat mir das so erklärt, dass für die neueren Fahrzeuge ab Baujahr 22, also beispielsweise auch unser Hümer, das Ganze nur geht, wenn man vorher in der Werkstatt ein Update freischalten lässt, um dann über den Mercedes Me Shop eine zusätzliche Software kauft. Für die älteren Fahrzeuge bis Baujahr 21 müsste diese Funktion schon freigeschaltet sein. Kann ich im Moment noch nicht bestätigen. Ich bringe jetzt erstmal unser Fahrzeug zum Mercedes-Partner und lasse das Ganze dann mal updaten. Ja, und dann sehen wir uns in einigen Sekunden wieder mit dem Ergebnis. So, 3 Tage später, ich habe das Auto wieder zurück bei Mercedes abgeholt und jetzt reden wir als erstes mal über Geld. Also, Rechnungsbetrag 98,53 für das Aufspielen des Navi-Updates. Na, das steht also jetzt hier drin, Arbeitsumfang, Kundenwunsch. Oversized Vehicle Navigation, nachrüsten, Kurztest durchführen, Steuergerät programmieren. Kodieren nach Kurztest, Bordnetzspannung aufrechterhalten, bei Prüf- und Diagnosearbeiten, bla bla bla. 9 Arbeitswerte, insgesamt 82,80, der Rest ist Mehrwertsteuer. Hat super funktioniert, ich habe schon in der Nacht, als das Fahrzeug bei Mercedes stand, kam nachts schon die Meldung aufs Handy, dass es eine neue Software gibt und die müssen wir jetzt über die Mercedes Me App einrichten. Tja, wenn das alles mal so einfach wäre. Ich musste an der Stelle das Video etwas umschneiden, weil in dem Moment, den ihr da eben gesehen habt, wo ich ins Handy geguckt habe, war die App wieder weg. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann 2-mal mit der Mercedes Me Hotline telefoniert, das geht ja hier im Sprinter relativ einfach, da drückt man oben auf den Knopf und dann kommt eine freundliche Stimme, die einem hilft. Hat aber auch nicht viel genutzt, ich habe dann mit dem Händler nochmal telefonieren müssen und ganz wichtig ist, dass dieses Update des MBOX bzw. des Steuergerätes, dass das in der Datenbank vom Händler eingetragen wird. Und nur dann erkennt die Mercedes Me App, dass mir diese App
Navigation für Anhänger und übergroße Fahrzeuge auch im Store angeboten werden kann. Und das hatte sich irgendwie über Nacht verflüchtigt, aber jetzt ist es wieder drin. Und an der Stelle mal ein riesen Dankeschön an die Firma KBM hier in Neuwied, die auch nachher nochmal angerufen haben, ob das jetzt funktioniert, ob alles zur Zufriedenheit ist. Also da stimmt der Service. Und jetzt gucken wir wirklich mal ins Handy, weil jetzt klappt es auch. Das hier ist jetzt praktisch der Startbildschirm. Und links oben über diese drei Striche kommt ihr auf die Mercedes-Me Apps. Und hier ganz unten dann den Store. Und hier habe ich jetzt schon eingestellt, neueste Produkte. Ganz rechts kommt dann Navigation für Anhänger und übergroße Fahrzeuge. Wie gesagt, das kostet jetzt nochmal 29 Euro für 3 Jahre. Und sofern jetzt hier keine Kreditkartendaten eingeblendet werden, mache ich das einfach mal. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Kommen wir zur Bezahlung. Ja, okay. Adresse ist drin. Zahlungsmittel per PayPal. Ich mache mal kurz die Kamera aus. Ich zeige euch gleich, wenn es installiert ist. So, das Ganze dauerte jetzt 5 Minuten. Jetzt kam dann auch eine Push-Nachricht. Fahrzeugdienste wurden aktualisiert. Ich starte jetzt mal wieder die Handyaufnahme. Und wenn das alles so einfach wäre. Ne? Also hier könnt ihr nochmal sehen, die Push-Nachricht hier unten. Ne? Fahrzeugdienste wurden aktualisiert. So, jetzt gucken wir mal wieder in die App in der Hoffnung, dass es jetzt dann drin ist. Ja, eigentlich müsste man hier unten rechts auf das Navigationssymbol und dann hier oben. Genau. So, da haben wir nämlich jetzt den dritten Menüpunkt. Anhänger und übergroße Fahrzeuge. Und da klicken wir jetzt mal drauf. Also wichtig beachten, über die örtlichen Gegebenheiten, klar, bla bla bla. Für diese Funktion ist eine Internetverbindung erforderlich. Mal akzeptieren. Und jetzt können wir hier die Fahrzeugabmessungen eingeben. Ich sage jetzt mal 6,99. Wir haben eine Breite inklusive der Kotflügel von 2,30 und eine Höhe von 2,95. Das maximal zulässige Gesamtgewicht sind 4.500 Kilo. 2 Achsen, Tempolimit 100, fertig und hier oben rechts auf Speichern. Das ist im Grunde nach die ganze Hexerei. Na, klicken wir nochmal drauf, kontrollieren wir nochmal. Also, da ist alles drin. Die Navigation läuft dann relativ einfach. Na, ihr habt jetzt hier unten euer Adressfeld, na, da über dem P. Da geben wir jetzt einfach mal ein, was weiß ich hier, Sustenpass, weil ich den noch habe, weil ich da letztens mit Kai war. Sustenpass. Und er berechnet jetzt die Route. Und jetzt habe ich im Grunde nach 2 Möglichkeiten. Entweder ich klicke hier unten rechts auf Route, dann läuft die Navigation übers Handy. Machen wir mal. Jetzt rattert er ein bisschen. Rattert ein bisschen lange. Aber es ist auch weit bis zum Sustenpass. Die Route konnte nicht berechnet werden. Das ist schon mal super. Aber der Sustenpass ist für mein Fahrzeug zugelassen. Also das sollte gehen. Wir versuchen das jetzt nochmal, indem wir die Navigation mit überdimensionierten Fahrzeugen wegnehmen. Und da nimmt das. Ihr könnt euch vorstellen, nach meinem Flop mit dem TomTom bin ich da natürlich ziemlich kritisch. Und hier muss man jetzt schon sagen, der Sustenpass ist für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen meines Wissens nach geöffnet. Und hier funktioniert es nicht. Ich nehme jetzt mal ein anderes Ziel. Gebe jetzt einfach mal ein Basel. Mal gucken, was er dann sagt. So, Basel Stadt. Da rechnet er jetzt auch wieder. Und das geht. Okay. So, wir haben jetzt hier auch noch die Möglichkeit, Route mit dem Fahrzeug zu teilen. Und das zeige ich euch jetzt mal. Das ist eigentlich nichts anderes. Wenn ich da jetzt draufklicke, wird die Route übermittelt ans MBUX. So, jetzt drücken wir hier einfach hier mal auf Route zum Fahrzeug teilen. Und hier müsste jetzt
die Route kommen. Na, ihr seht, auch das ist live. Das funktioniert auch nicht so richtig. Ah, jetzt kommt's. Da haben wir es, ne? Also POI, Navigation für Anhänger und übergroße Fahrzeuge. Jetzt ist es da. Und das klicken wir jetzt mal an. Und dann sollte er normalerweise diese Route jetzt auch übernehmen. Aber ihr seht, auch das macht er nicht richtig. Ich kann das jetzt das dritte Mal draufklicken. Routenberechnung fehlgeschlagen. Aha, jetzt beim dritten Mal. Jetzt beim, glaube ich, dritte oder vierte Mal. Habt ihr mitgezählt? Da hat es jetzt funktioniert. Und jetzt hat er auch die Route bis nach Basel ins MBOX übernommen. Hier oben kommen jetzt ein paar Fehlermeldungen. Na, das sind die ersten Navigationen. Aber jetzt funktioniert es. Ja, was sagt man jetzt dazu? Wir werden die Navigationsmöglichkeit natürlich jetzt auf den nächsten Touren ausgiebig testen. Insbesondere im Oktober, wenn wir dann nach Südengland starten. Ich habe seit der Aktion mit TomTom irgendwie so generell wenig Vertrauen in Navigationssysteme. Ob und inwieweit das jetzt hier mit dem MBOX funktioniert, da lasse ich mich überraschen. Grundsätzlich habe ich nichts gegen die Möglichkeit, eine Route auf dem Handy auszuwählen und dann ans Fahrzeug zu überspielen. Gar kein Thema, wenn es funktioniert. Hier habe ich jetzt 3-4 Versuche gebraucht, bis es funktioniert hat. Kann aber auch daran liegen, dass ich ein bisschen deppert war. Also, wenn ihr das Ganze schon ausprobiert habt, dann schreibt das Ganze mal unten in die Kommentare rein. Gebt mir mal ein Feedback, wie es bei euch gelaufen ist. Generell mit den 29 Euro kann ich noch leben, aber dass ein Update für das MBOX mit 100 Euro berechnet wird, innerhalb der normalen 2 Jahre, weiß ich nicht. Also da könnte man bei Mercedes auch sagen, komm, die Navi-Updates sind in dem Preis des Fahrzeuges mit drin. Aber okay, da kann ich nichts dran machen. Ich sage bis hierhin erstmal danke fürs Zusehen. Wie gesagt, schaut in die nächsten Videos mal rein, insbesondere auf der Südengland-Tour werden wir das mal auf Herz und Nieren testen, inwieweit das Ganze dann auch wirklich die Abmessungen berücksichtigt. Das hat beim TomTom überhaupt nicht funktioniert und hier beim MBOX werden wir es prüfen. Danke fürs Zusehen, macht's gut, bleibt gesund. Tschüss!